Hallo und willkommen auf Seite 4 unseres Turnierantrages. Jetzt wird euch normalerweise eure eigene Platzanlage vorgeblendet. Sowohl die Bezeichnung als auch die Straße und die Postleitzahl, wo sich diese Anlage befindet. Jetzt könnt ihr hier noch den Belag auswählen, auf dem gespielt werden soll. In diesem Falle wäre es, wenn ich in Bad Salz-Sedfurt unser Turnier veranstalten lassen würde, hätten wir natürlich Teppich. Es gibt viele Bezeichnungen, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht doppelt sein könnten. Da lasst ihr euch bitte nicht von irritieren. Was ganz, ganz, ganz wichtig auf dieser Seite ist, ist die Anzahl der Plätze, die ihr im Prinzip hier festlegt. Natürlich könnte das System sich die Zahl ziehen, die ihr hinterlegt habt. Aber was ist, wenn ich in einer kommerziellen Halle Plätze gebucht habe? Dann weiß das System natürlich nicht vorher, wie viele Plätze ihr für das Turnier zur Verfügung habt. Deswegen ist dieses Feld grundsätzlich offen gelassen und muss von euch ausgefüllt werden. Aus diesem Grunde, weil es nachher, wenn wir in der Durchführung des Turniers sind, das System genau auf diese Zahl hier zurückgreift. Zumindest erleichtert es uns die Arbeit später. Deswegen einfach akzeptieren und sagen, okay, in Bad Salz-Sedfurt habe ich die 3 Plätze zur Verfügung, es handelt sich um Hallenplätze und damit hätte ich alles erledigt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel weiß, ich spiele auf 2 Anlagen, dann habe ich auch hier an dieser Stelle schon im Antrag die Möglichkeit zu sagen, das Turnier findet auf einer weiteren Anlage statt. Ich sage Platzanlage hinzufügen und könnte jetzt hier sagen, zum Beispiel im Sportpark Lammetal würde, wenn man das richtig schreibt, wäre es auch das Lammetal, in der Straße am Sportplatz und das Ganze ist in 3-1 und das in Bad Salz-Sedfurt. Hier handelt es sich ebenfalls um eine Teppichhalle und hier habe ich aber nur einen Platz zur Verfügung bekommen, gebe auch Halle an und hätte im Endeffekt die ganzen Daten hinterlegt, die relevant sind. So, an dieser Stelle würdet ihr jetzt wieder auf Weiter klicken oder eine weitere Anlage hinzufügen oder weil ihr die falsche Anlage hinzugefügt habt, eine andere Anlage überschreiben. Da könnt ihr euch jetzt hier dran aufhalten, wie ihr wollt. Wir sind jetzt erstmal hiermit fertig und klicken auf Weiter. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, sehen wir uns auf Seite 5 wieder. Bis gleich.